So, Hallihallöchen und recht herzlich willkommen zum zweiten Teil des Unboxings zu unseren Racing Dragons, zu den Renndrachen von Spin Master. Zu How to Train Your Dragon 2, Drachenzähmen leicht gemacht 2. Wir haben hier ohne Zahn und Hakenzahn. Bin natürlich sehr gespannt, ob auch noch andere Drachen hier in der Rennbemalung rauskommen. Es fehlt natürlich noch Kotz und Wirk und Gronkel. Und ganz wichtig, nicht zu vergessen, richtig, Sturmpfeilchen. Aber selbst diese drei Drachen habe ich in USA noch nicht gesehen. Also nur ohne Zahn und Hakenzahn. Im ersten Teil habe ich ja schon ein bisschen was zur Preispolitik und überhaupt zu diesen Drachen erzählt. Das haben wir so gesehen jetzt weg. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, welchen ich euch hier als erstes zeige. Aber irgendwie tendiere ich in diesem zweiten Teil zu Hakenzahn und im dritten Teil werden wir die beiden natürlich dann auch noch direkt vergleichen, wenn dann die ganze Verpackung hier weg ist und wir sie richtig nebeneinander stellen können. Denn Hakenzahn ist inklusive seinem Stab ein klein bisschen länger als ohne Zahn. Okay, dann tue ich ohne Zahn mal auf die Seite. Und wir gucken uns unseren Hakenzahn hier mal ein bisschen mehr aus der Nähe an. Aber das ist alles ein bisschen ungeschickt, diese Montage und so weiter und so fort. Ein bisschen schlecht hier vor der Kamera zu hantieren. Ich würde sagen, ich packe das ganze Ding hier jetzt erstmal aus. Auch hier ist unser Hakenzahn mit zwei Schnüren auf seinem Display befestigt. Und ich schneide diese Pappe einfach mal auf und guck, ob wir die Schnur vielleicht so lösen können. Okay, also dieses Stückchen Pappe, was übrigens interessant hier geschnitten wurde oder gestanzt, hat man einfach hier oben zusammengeklappt, damit man eine Vorder- und eine Rückseite erhält. Ich habe auch gesehen, dass das ganze Ding hier nur durch 5 Kleberchen festgehalten wird, die irgendwelche asiatischen Fingerchen von Hand dran geklebt haben. Und Cuttermesserchen, schneidet die jetzt einfach durch. Stimmt's, Cuttermesserchen? Hey, hey. Ah, ihr kennt es ja, ihr kennt es ja. Cuttermesserchen ist immer zur Stelle, wenn ich's brauche, bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Wir sind richtig dicke Kumpels geworden. Stimmt's, Cuttermesserchen? Okay, also jetzt klappe ich das ganze Ding mal auf. Aha, hier seht ihr schon, man hat die Schnüre also verknotet. Und hier wurde das Ding einfach nur zusammengefalzt. Okay, aber das werde ich jetzt nicht lange entknoten. Ich schneide es einfach auf. Okay, einmal, zweimal. So, und hier könnt ihr sogar erkennen, dass man hier die Löcher vorgestanzt hat, aber die Schnur nebendran reingezogen hat. Ach du liebe Zeit. Ja, okay. Also, lasst uns mal ganz kurz die Verpackung hier anschauen. Ich würdige sowas immer gerne, denn auch dafür bezahlt ihr Geld, ne? Und in der Regel reißt man das auf und schmeißt es dann weg. Was ich natürlich nicht mache, denn ich hebe solche Sachen immer auf. Also hier, wie gewohnt, unser Higgs auf ohne Zahn. Das ist immer der Kopf, der Header von diesen ganzen Verpackungen hier. Ach, tolles Bild, kann ich mich nicht satt dran sehen. Dann haben wir hier DreamWorks How to Train Your Dragon 2, Hookfang, Racing Dragons. In allen Sprachen natürlich auch Deutsch, Renndrachen. Das ganze Ding hier kommt natürlich wieder von Spin Master. Hier haben wir noch Warnhinweise. Und das Ding hier wird empfohlen für Kinder ab 4 Jahren. Okay, auf der Rückseite hat man hier einen neuen Code drauf geklebt und dann haben wir hier die allgemeinen Warnhinweise mit den verschluckbaren Kleinteilen. Und ich darf euch sagen, neben dem CE-Zeichen, dem Löwenlogo, dem nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren Zeichen, dem grünen Punkt und dem Spinmaster-Logo, weiß ich immer noch nicht, was dieses Zeichen hier bedeutet. Leute, falls es einer wirklich hundertprozentig weiß, schreibt es mir in die Kommentare. Manche meinen, das heißt, dass die Figuren nass werden können und trotzdem nichts passiert, aber ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Also das zur Verpackung, die wie schon gesagt sehr schön und originell gestanzt wurde. Auch die Verpackung an sich finde ich gar nicht schlecht. Und ich finde auch klasse, dass man wirklich dieses Schema, dieses Farbschema, ne, innen dieses Weiß, wo als Strahlen hier nach außen weiterläuft und dann in dieses Gelb, Orange und Rot übergeht, das finde ich schon klasse. Denn so seht ihr im Laden zwischen dem ganzen Spielzeug wirklich mit einem Blick, was zu Drachenzähmen gehört und was nicht.
Das ist der sogenannte rote Faden, der sich durch alle Serien ziehen sollte. Ganz wichtiger Erkennungswert. So, und hier haben wir ihn nun, unseren Hakenzahn ohne die Verpackung. Und ehe ich hier auf Hakenzahn ein bisschen näher eingehe, werde ich mal was zu diesem Knauf, zu diesem Griff hier sagen. Also der Mechanismus hier ist relativ einfach. Und zwar erkennt ihr hier an den Flügeln eine kleine Schnur. Seht ihr das? Ihr seht hier so einen Knoten und hier läuft ein Stückchen Schnur entlang, was hier an diesen Flügel gebunden wurde. Und rechts seht ihr noch eine kleine Feder. Die Feder bewirkt, dass die Flügel immer nach oben stehen und der Faden macht letztendlich das, dass sich der Flügel bewegt. Genauer gesagt, nach unten gezogen wird. Ja, dass ihr also diesen Effekt hier bekommt. Und obwohl ich den noch nicht auseinandergenommen habe, gehe ich mal stark davon aus, dass diese Schnur durch diesen Stab hier, durch dieses Röhrchen bis nach hinten geht, hier vermutlich irgendwo ebenfalls festgeknotet wurde. Und in dem Moment, wo ihr dieses Plastikteilchen hier nach oben drückt, wird vermutlich die Schnur gespannt, ja, nach oben gedrückt. Sprich, hier vorne wird die Schnur nach unten gezogen und so erreicht ihr diesen Flugeffekt, ja, dass die Flügel hier nach unten gezogen werden. Also jedes Mal, wenn ich hier drauf drücke, gehen die Flügel nach unten. Das ist, denke ich mal, die ganze Mechanik, was in diesen Drachen hier steckt. Mehr ist es vermutlich nicht. Das dazu. So, jetzt kommen wir mal zu diesem Knauf hier, den ich persönlich echt interessant finde, denn man hat sich hier ein bisschen, ja, an die Germanen, unsere Vorfahren, oder an die Wikinger gehalten. Denn sowohl die Germanen als auch die Wikinger hatten in etwa ähnliche Götter, Gottheiten und auch mystische Wesen. Wie zum Beispiel die Midgard-Schlange, die Weltenschlange. Wenn ich euch jetzt die ganze Legende erkläre, dann wird das Video wieder viel zu lang. Googelt's einfach mal nach, dann seht ihr, was ich meine. Also ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich gehe mal echt davon aus, dass das hier die Midgard-Schlange darstellen soll mit dem weit geöffneten Maul. Ihr könnt quasi diesen runden Knubbel hier als Auge interpretieren, ja? Und das hier ist mehr oder weniger die Schnauze und hier seht ihr das weit geöffnete Maul, wo hier quasi dieser orangene Stab als Zunge herausschnellt aus diesem Maul. Und wenn ihr das so haltet und ihr das hier auch als Kopf erkennt, ne, also Auge, Schnauze, das Maul und das hier ist der Körper, dann habt ihr hier mit diesem kleinen Hebel, wo ihr drückt, habt ihr einen Rückenkamm, was ja wirklich sehr originell ausschaut, ne? Es ist natürlich nur im Ansatz eine Weltenschlange, das ist auch klar. Und dieses Geflochtene hier, was ja eigentlich Lederbänder oder Flachsbänder darstellen soll, könnte man in diesem Fall auch als Schuppen der Schlange interpretieren. Also das finde ich schon klasse, sehr, sehr originell. Ne? Wenn ihr es von oben anschaut, dann erkennt ihr den Kopf von oben. Wenn ihr es von dieser Seite hier anschaut, ist es weniger schön, denn hier seht ihr die ganzen Verschraubungen. Hier hat man insgesamt 4 Schrauben reingedreht und am Drachen finden wir auch noch ein paar, aber das sehen wir dann gleich. So, dann haben wir im Gegensatz zu diesem Kopf hier auf dieser Seite einen anderen Kopf. Auch hier könnte man das zum Beispiel als Horn interpretieren, das hier als Auge und das hier ist ein Maul. Ne? Auch so kann man das sehen. Vielleicht soll es tatsächlich einen Kopf von einem Drachen darstellen und hier hätten wir Sattelzeug, einen Sattel, wo also ja, ein Mensch, ein Wikinger, ein Gott, was auch immer drauf reiten kann. Ne? Also wir haben hier quasi 2 Sagengestalten aus der germanischen oder nordischen Mythologie. Einmal auf dieser Seite die Midgard-Schlange mit weit geöffnetem Maul, die ihre Zunge gerade herausstreckt, mit diesem Rückenkamm. Und wenn wir das Ganze einfach drehen, dann haben wir hier irgendein anderes Wesen, von mir aus ein Drachen, mit einem Sattel, ebenfalls die Schuppen, und das hier ist einfach ein Hautlappen, an der Kehle dieses Drachen. Ist interessant, ne? Und falls euch das hier bekannt vorkommt,
dann helfe ich euch gerne auf die Sprünge, denn wir haben ja vor ein paar Tagen die Schleuder vom Dragons Magazin ausgepackt. Da habe ich noch vermutet, dass es irgendwie ein Fisch, ein Karpfen oder auch ein Drachen darstellen soll, denn hier erkennt ihr auch noch Zähne an dem Maul, ne? Also, hier haben wir wieder diese Midgard-Schlange auf dieser Seite und hier hinten haben wir wieder diesen Kopf hier. Diesen Drachen, dieses mystische Wesen oder was auch immer das darstellen soll. Also, finde ich witzig, haben sich die Hersteller doch echt ein bisschen was dabei gedacht. Moment, ich halte es mal so rum, dann seht ihr das nochmal besser. Also, das sind im Prinzip genau dieselben Muster, die man hier verwendet hat. Also, das macht mir die Geschichte gleich doppelt und dreifach sympathisch. Als Farbe hat man hier ja so ein Silbergrau gewählt. Der Griff ist ideal für eine Kinderhand. Für meine Hand ist ein bisschen zu klein, denn wir haben hier gerade mal eine Größe. Also der Griff an sich innen von 7 cm. Das ist also nicht wirklich viel. Und wenn ich das halte, kriege ich so nur die ersten drei Finger mit knapper Mühe und Not in diese Mulden hier rein. Aber ist schon okay. Ich kann drücken, der Drachen bewegt sich. Was willst du mehr? Ne? Okay, also das zu dem Griff. Und das finde ich doch recht interessant, oder? Hättet ihr euch das gedacht? Haha, doch, der eine oder die andere mit Sicherheit. Aber finde ich wirklich originell, finde ich toll, dass man sich dabei auch ein bisschen was gedacht hat. Man hätte es auch wirklich ganz, ganz einfach machen können. Einfach nur einen braunen Griff oder einfach nur ein gerades silbernes Stück und fertig aus Ende. So finde ich das doch wirklich originell. So, jetzt muss ich die Kamera mal kurz ein bisschen anders positionieren. So, damit wir unseren Hakenzahn ein bisschen besser sehen können. Ja, fangen wir doch gerade mal hier mit dem Kopf an. So, hier die typischen Augen von Hakenzahn hat man gelb gemacht mit zwei schwarzen Pupillen drin. Natürlich keine extra Lichtpunkte gesetzt. Warum sage ich natürlich? Selbstverständlich ist es eigentlich nicht. Hätte mir besser gefallen. Dann hier die Rennstreifen auf seiner Schnauze, diesmal auf der Oberseite und nicht wie bei den kleinen Minis etwas unglücklich über die Zähne drüber gedruckt. Also das ist ja besser. Leider hat man die Zähne hier nicht extra bemalt. Also die sind einfach nur orange in dem Material, wo der ganze Drache hier gegossen wurde. Die stehen halt von unten nach oben. Aber wir haben hier wirklich das typische Gebiss, die typische Schnauze von Hakenzahn. Das finde ich wieder klasse. Das große Horn auf seiner Schnauze. Die beiden Hörner hier extrem nach hinten gerichtet, da gerade mitten im Flug. Dann sehen wir hier natürlich, wie eben schon gezeigt, diese Gelenke. Dies finde ich immer ein bisschen unschön. Also da ist Spin Master immer ein bisschen, ja, grob. Aber ist relativ einfach gestaltet. Stirbt jetzt also nicht nach Schönheit. Man kann nur hoffen, dass die Schnur auch stabil genug ist und einiges aushält. Denn die Schnur wird natürlich auch hier im Innern bzw. an diesem Knauf, wenn ihr den hochdrückt, unter Umständen auch ganz schön Reibung abbekommen. Und deshalb ist halt wirklich fraglich, wie lang so eine Schnur hält. Ja, also die Lebensdauer, das kann ich hier jetzt ganz schlecht abschätzen. So, und wenn wir ihn jetzt so halten, kann ich euch gleich sagen, die Hinterbeine gefallen mir überhaupt nicht. Schaut euch das an. Einfach nur fette Schenkel, gerade Waden, keine Form drin, gar nichts. Also das finde ich ein bisschen unschön. Kann man das bewegen? Nein, nicht wirklich. Was ich gut finde, sind die langen Krallen, aber auch denen hätte noch ein bisschen ein Spritzer Farbe gut getan. Hier seht ihr die unschönen Schrauben unten drin, aber das ist jetzt hier wirklich halb so wild. Für mich jetzt kein Kritikpunkt. Ich sage auch nichts zu den Scharnieren. Ich finde es einfach klasse, dass die Dinger hier nach Deutschland kamen. Denn ich finde die Idee an sich gar nicht schlecht. Ja, die Unterseite der Flügel, da hat man gar nichts gemacht. Ihr seht hier ganz grob das Muster, was ihr von der Oberseite her seht. Die hat man hier auch nicht extra bemalt. Wir finden hier aber den Stempel, die Prägung. Und hier sehen wir die Nummer 66588, Copyright 2014, DreamWorks Animation LLC, Copyright SML Made in China. Und hier haben wir noch eine ganz, ganz kleine Nummer, 40829AFS und natürlich ganz groß das CE-Zeichen. So, auf dieser Seite der Flügel haben wir nichts drauf. Gut, kommen wir zur Oberseite von den Flügeln. Hier seht ihr die typische
Bemalung und das wurde auch nicht mit Hand bemalt. Also ich gehe mal davon aus, dass das vermutlich Siebdruck ist, eine Art Siebdruck. Aber das ist schon echt ein elastisches Sieb, weil hier die Krallen ein bisschen hoch stehen. Aber ihr seht halt hier am Rand, ne? Ihr seht hier solche Schmierer, solche Hüppels, die rausstehen. Ne? Hier sieht man es ganz gut. Und das sind eigentlich typische Zeichen für einen Siebdruck. Man nennt es auch Quetschungen. Und die Farbe ist hier auch nicht optimal gleichmäßig aufgetragen. Drum gehe ich da wirklich stark davon aus. Auch hier erkennt ihr ganz, ganz grob das Muster auf der Oberseite, was aber jetzt nicht extra in dem typischen Schwarz befleckt wurde. Man ist hier nur wirklich hergegangen und hat auf die Grundfarbe, was hier in Orange gegossen wurde, einfach nur noch mit einem Dunkelrot hier am Rand entlang gesprüht, genauso am anderen Flügel. Und man ist hier bei Hakenzahn einfach nur einmal hier, zack, ganz, ganz grob über den Rücken mit diesem Rot. Das hat man mit Airbrush gemacht. Und fertig ist der Hakenzahn. Also mehr wurde hier nicht gemacht. Das ist schon alles relativ einfach. Dafür erkennen wir hier an seinem Hals noch den Rückenkamm. Der wird hier auf dem Rücken tatsächlich auch zweireihig. Das finde ich wieder gut. Und hier läuft es dann wieder zusammen und läuft hier in seinem Schweif, in seinem Feuerschwanz auch wieder aus. Und das finde ich wieder gut gemacht. Das kleine Schwänzchen, der kleine Ansatz noch hinten. Was halt ganz schlimm ist, ne? Ihr seht es vielleicht, der Schwanz ist hohl. Ist also nicht massiv gegossen, ist komplett hohl, weil er eigentlich hier auf dieser Stange aufliegen sollte, aber ist halt plastik, das verbiegt sich und deshalb seht ihr hier den hohlen Schweif. Ne? Auch hier, die Montage ist relativ grob mit den Flügeln. Ihr seht, es gibt hier ein Unterteil, es gibt hier ein Oberteil und dazwischen steckt natürlich die Stange, mit der unsere Flügel hier bewegt werden. Auch hier das Bein, ich kann es nur noch mal sagen, ist relativ grob und lieblos modelliert. Also anders kann man das nicht sagen. Und wie schon gesagt, die Krallen, also ich hätte mir schon noch ein paar Details gewünscht, wenn man die Krallen jetzt tatsächlich mit Anthrazit oder schwarz oder im dunklen Braun bemalt hätte, ne? Genauso wie die Zähne hier noch irgendwie ein bisschen mit Cremeweiß bemalt oder auch die Hörner hier noch ein bisschen dunkler gemacht, so wie es eben beim Original ist, hätte mir der Drache natürlich viel, viel besser gefallen und auch eine bessere Wertung bekommen. Zumindest ist es eben meine Meinung. Auch hier seht ihr das, ne? Ihr seht hier die Aussparung von dem Bein. Das ist also nicht wirklich schön zusammengeschraubt, zusammenmontiert. Aber es hält. Ich meine, was will man mehr? So, und damit der Schweif hier nicht allzu weit absteht, wurde die Figur hier auf diese Stange aufgeschoben. Ihr seht ja, hier läuft extra noch so ein Ring drumherum. Denn sonst würde der Schweif weiß Gott wohin stehen. Aber wie schon gesagt, das ist absolut alles okay. Mir gefällt dieser Hakenzahn alles in allem. Die Idee kommt ja schließlich auch noch dazu und das gefällt mir schon richtig gut. So, ich lege ihn mal hier hin. Eine Rundum-Ansicht von den ganzen Drachen habt ihr ja schon im ersten Video gesehen. Und jetzt schauen wir mal, wie groß, wie lang unser Drache hier ist. Also Hakenzahn hat hier eine Länge. Moment, ich schiebe es ein bisschen besser rein, dann seht ihr das auch besser. So, schau ganz drauf. So, jetzt ist er drauf. Also Hakenzahn hat eine Länge von 27 cm insgesamt. Wir haben hier eine Höhe, wenn ich so grob an den Flügel messe, das variiert natürlich ein bisschen, eine Höhe von circa 15 cm, wenn ihr die Flügel ganz steil aufstellt, ist ein bisschen höher. Und wir haben hier eine insgesamte Länge, Drache inklusive Stab. So, ist ein bisschen widerspenstig unser Hakenzahn, wie er halt auch tatsächlich im Film ist. Jetzt legt er sich sogar quer. Also, wir haben hier eine Länge von 51,5 cm. Das ist die totale Länge von unserem Hakenzahn hier. Und ich sag's nochmal, er gefällt mir richtig gut. Ja, also trotz der kleinen, teilweise ein bisschen unschönen Verarbeitung, muss ich sagen, es ist wirklich originell. Und die Möglichkeit hier mit ihm zu fliegen, das ist schon witzig. Also wenn ihr hier drückt, dann macht er sich fast selbstständig. Also das sieht schon cool aus, wenn der da so vorbeifliegt, ne? Oder?
Also ich finde es echt klasse. Und also macht wirklich Spaß und ist erstaunlich, was der für eine Kraft entwickelt, wenn der mit seinen Flügeln hier schlägt. Also absolut cool, vor allem wie weit die Flügel nach unten gehen. Schaut's euch an, die sind wirklich senkrecht nach unten und so wieder senkrecht nach oben. Also extreme Flügel-Action, schaut's euch an. Es gibt ja einen ohne Zahn mit extremer Flügel-Action, da bin ich schon eingeschlafen. Und hier ist es wirklich perfekt, also der absolute Hammer. Wie schon gesagt, bin mal gespannt, wie oft ihr das machen könnt, bis so eine Schnur reißt. Ganz ehrlich, da wäre ich mir nicht sicher, dass das für die Ewigkeit gebaut ist. Ja, okay, also die Rennbemalung bei unserem Hakenzahn, ganz großartig. Dieses Gelb mit diesem Orange und dann noch dieses Dunkelrot, was hier ganz grob draufgesprüht wurde. Sieht schon schön aus, gefällt mir richtig gut, richtig schöner Drache, toller Renndrache, den hier Spin Master ins Leben gerufen hat. Und ich persönlich kann nur hoffen, dass die anderen drei vielleicht auch noch erscheinen werden. Keine Ahnung, bin gespannt, hab's wie schon gesagt, selbst in USA noch nicht gesehen. Vielleicht bleibt's bei den beiden, aber ich denke mal, wenn die einigermaßen gut verkauft werden, dann werden die anderen auch noch kommen. Würde mich auch wirklich auf Sturmpfeil, auf Kronkel und natürlich auch auf Kotz und Würg freuen, ist ja klar. Und im nächsten Video, da schauen wir uns ohne Zahn an. Ja, Leute, das soll's gewesen sein. Das war mein Unboxing zum Hakenzahn, zu Hookfang. Ein weiterer Renndrache hier von Spin Master mit einer richtig tollen Wing-Action, Flügel-Action und einem wirklich, wirklich interessanten Griff hier aus der germanischen oder aus der nordischen Mythologie. So zumindest interpretiere ich das Ganze hier. Alles in allem, wie ich finde, ein wirklich schönes Merchandising und originell noch dazu. Also ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, hattet auch ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Momentan kriegt ihr dieses Modell vermutlich überall, wo es Figuren zu Drachenzähmen leicht gemacht gibt. Ihr wisst, Weihnachten steht vor der Tür, lasst euch einfach schenken. Und ich kann hier nur allen Eltern die Daumen drücken, dass sie auch noch welche kriegen. Denn ich kann mir denken, dass die relativ schnell über den Ladentisch gehen. Denn ich kann jetzt hier nur für mich sprechen. Es macht wirklich Spaß, mit den Dingern hier ein bisschen rumzuflattern. Also ihr Lieben, das war's wieder von mir. Das war's von eurem Rupi. Wir sehen uns gleich wieder im dritten Teil. Ich sag ciao, tschüss, viel Spaß und auf geht's, Drachenreiter. Hey!